Es ist angerichtet. Pokale und Medaillen in Silber und Gold liegen bzw. stehen bereit, um abgeholt zu werden. Stellt sich nur der Frage, werden sie auch abgeholt? Wenn, dann vom WBC Kraftwerk Wels. 2000 Fans hier in der prall gefüllten Kraftwerk Arena fiebern dem möglichen Showdown dieser Saison entgegen. Guten Abend aus eben jener Kraftwerk Arena. Willkommen zu einem Spiel, das es wohl in sich haben wird. Es ist das Spiel 4 der Finalserie 2008-2009 zwischen dem WBC und den Allianz Swans, dem Erzrivalen aus Gmunden. Ich begrüße Sie zusammen mit dem Head Coach des WBC, mit Raul Korner. Guten Abend. Sie sind ein junger Trainer, aber trotzdem schon mit vielen Wassern gewaschen, aber noch nicht mit allen. Inwiefern klopft das Herz heute ein wenig schneller? Es ist genau die Situation, die man ausblenden muss, sowohl als Trainer als auch als Spieler. Wir müssen uns ausschließlich auf die vor uns stehenden 40 plus Minuten konzentrieren. Gelingt Ihnen das? Bis jetzt sehr gut. Sie wollten das Interview, das wir hier jetzt führen, nicht beim Pokal führen. Sie haben auch eigentlich keine Freude damit, dass er da ist. Haben Sie eine Meisterpokalphobie? Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Und genau weil ich diese Phobie nicht habe, möchte ich eben nicht abgelenkt werden und meinen Fokus auf das Wesentliche nicht verlieren. Trotzdem, Sie werden die Stimmung mitbekommen. Es sind 2000 Fans hier in der Kraftwerk Arena. Gänsehautstimmung. Inwiefern lässt man sich vielleicht doch ein wenig davon beeinflussen? Und welchen Anteil haben denn die Fans an diesem Fast-Erfolg? Also ich hoffe, dass wir uns davon beeinflussen lassen, natürlich positiv. Wir haben diese Atmosphäre schon das eine oder andere Mal hier in der Kraftwerk Arena genossen. Das ist fantastisch. Man muss hier aber auch die Gmundner Fans ganz besonders loben, die für eine sehr, sehr faire und tolle Stimmung sorgen. Aber unsere Fans sind unglaublich und haben uns bereits in Gmunden eine Heimspielatmosphäre verschafft. Ich gehe davon aus, dass das heutige Spiel dem letzten um nichts nachstehen wird und die Stimmung ist fantastisch und es gibt auch den notwendigen Rückhalt. Zone und dann Mess auf Kohl. Wir gehen inside gegen Nelson, da ist Klette da, hilft und dann funktioniert der Pass raus, auf Mess nicht mehr. Der Ballverlust der Renz und dann holt sie sich sofort den Ball zurück. Fins, Sprintfehler, deshalb der Ballverlust. Unter 28 Sekunden vor Ende des zweiten Viertels mit der Möglichkeit, die Führung auszubauen. Und sie wollen mal versuchen, die Uhr möglichst lange runterzuspielen. Dann den Wels an ihrer Seite natürlich wieder wenig Zeit zu geben. Rein in die Zone, legt ab auf Colwell und der steht an der Fest. Und Goran offensichtlich trotzdem zufrieden. Dann plus 2 WWC und Ballbesitz. Die Wälzer versuchen jetzt natürlich möglichst ruhig, möglichst gelassen zu spielen, möglichst das Tempo rauszunehmen. Wels, 1,5 Minuten noch. Wels ist nahe dran am Meistertitel. Schöning auf Ballmann, nur mehr 8 Sekunden auf der Uhr. Es kommt der Dreier von Peter Hütter, der ist weg und der Rebound wieder bei Davan Amesic. Gleich beginnt die letzte Minute. Oh, Fehler von Brandon Thomas. Dann holt sich trotzdem Bruce Fins die Kugel. Heiße, hektische Schlussphase. Die letzte Minute läuft. Ricky Moore. Ballmann dazwischen. Lamesic nimmt den Dreier. Der ist zu kurz. Und Ballmann hat den Rebound. Noch 45 Sekunden. Ist das die letzte Minute der Saison 2008-2009. Mays gegen Ricky Moore. Er scored. Bitte Mays. Bringt die Swans bis auf 2 Punkte herauf. Ricky Moore. Noch 30 Sekunden. Wenn die Welser jetzt scoren, dann haben sie es fast geschafft. Fields auf Moore. Lamesic nimmt den Dreier, der ist frei.
Da trifft ihn nicht. Und Colwell hat den Rebound. Noch 10 Sekunden Zeit für die Gmunder. Die müssen jetzt scoren. Peter Hütter. Die Team Mays gegen Brandon Thomas. Noch 5 Sekunden. Mays nimmt den Dreier. Der ist weg. Aber Ballbesitz für die Gmunder. Und noch knapp 2 Sekunden auf der Uhr. 82 zu 80. 2 Punkte Führung für den WBC. Ich habe Ihnen versprochen, es bleibt eng bis zum Schluss. Aber dass es so dramatisch, so hektisch wird, das konnte niemand erwarten. Die vielleicht letzte Sekunde dieser Saison. Colwell auf Mays, der kommt noch einmal zum Wurf und der trifft ihn nicht. Gratuliert jetzt dem Meistercoach. Eric, noch ganz kurz, Herr Kabel ist schon voller Sektrau, der erste Meistertitel. Wie fühlt sich der an? Fühlt sich verdammt gut an, muss ich sagen, könnte mich dran gewöhnen. Sie sind hier wirklich eine Runde gegangen, haben triumphiert mit den Fans. Wie wichtig waren die Fans? Oh, ganz hervorragend, es waren, glaube ich, auch heute, wie wir wieder ein bisschen die Panik bekommen haben, ein bisschen gegen die Zone schlecht ausgeschaut haben, haben uns die Fans den notwendigen Push gegeben und die Stimmung war fantastisch. Also das ist der richtige Rückhalt und ein Puzzlesteil zum Erfolg. Sie sind normalerweise immer sehr cool und gelassen und können sehr gut analysieren. Wie cool sind Sie jetzt in diesem Moment? Jetzt sind die Augen sind da. Jetzt brauche ich nicht mehr cool zu sein. Die Meisterschaft ist in trockenen Tüchern. Heinz-Peter Pfister, sind Sie mit diesem Meistertitel irgendwie an einem Ziel angekommen, das Sie schon seit Jahren verfolgt haben, oder sehen Sie es eher als einen Beginn, einen ersten Schritt für noch mehr Erfolge? Erstens einmal haben wir vor 9 Jahren begonnen mit wirklich 10 kaputten Bällen und sonst gar nichts. Und das ist nicht eine Story, das ist die nüchterne Wahrheit. Und heute sind wir nach 9 Jahren dort angekommen, was wir uns damals eigentlich erträumt hatten. Und da waren natürlich auch viele glückliche Umstände, haben dazu beigetragen und da möchte ich mich natürlich bedanken bei meinen ganzen ehrenamtlichen Mitarbeitern, bei meinen restlichen Vorstandskollegen, bei meinen Sponsoren und vor allem einmal bei der Stadt Wels, die einfach hinter uns gestanden ist und immer an uns geglaubt hat. Und das ist einfach ein verdammt gutes Gefühl, dass man dann auch bereit, so viel Leistung zu bringen und ja, ich glaube, heute haben wir uns den Erfolg wirklich verdient. Sie haben Raoul Korner unmittelbar nach der Schlusssirene innig umarmt. Er hat im Interview keinen einzigen Spieler erwähnt, er hat nur einen einzigen Namen erwähnt, und zwar Heinz-Peter Pfister. Ohne den sei es nicht oder wäre es nie gegangen. Was halten Sie von ihm? Wir haben im heurigen Frühjahr ziemlich eine raue See hinter uns gebracht. Und ich habe an Raoul immer geglaubt. Und habe mich da sehr, sehr schützend vor ihm gestellt, weil ich einfach gewusst habe, er ist einfach der beste Trainer in Österreich und das Beste, was dem WBC passieren kann. Und das haben wir heute, das Ergebnis.